Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous und zwar heute aus dem Hauptmenü raus, denn ihr habt mir ein paar Sachen schon geschrieben, einiges habe ich jetzt wieder selber herausgefunden und zwar was es mit den Arcs auf sich hat. Man kann pro Woche 400 Arcs verdienen in-game mit allem möglichen, was man macht, egal ob das Missionen sind, ob das Kopfgelder sind, die man abgibt, Handel betreibt, irgendwas. Da spielt sich dann immer so ein kleines bisschen an Arcs und man sieht das dann auch jedes Mal, wenn man neu einloggt, was man in der letzten Session, in der man online war, an Arcs verdient hat. So, also wir sind jetzt bei 239, da kommt vielleicht noch ein bisschen dazu. Ich denke mal so die 400 pro Woche, die man da ja, sich erspielen kann, das ist recht easy machbar. Ich gehe jetzt einfach mal, wir gehen mal rein in die EDDE-Gruppe, in der ich ja eh meistens unterwegs bin. Und ja, ihr seht's, ich sitze gerade in der Cutter drin und zwar aus einem einfachen Grund, denn ihr hattet mir viele Sachen geschrieben, jetzt sind die ersten ein, zwei Folgen so draußen, drei Folgen mittlerweile, glaube ich, kann ich ein bisschen drauf eingehen. Und erstmal vielen lieben Dank für die schönen, netten Rückmeldungen von euch, dass ihr euch freut, dass es wieder Videos gibt und ich freue mich auch. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal wieder so, ohne irgendwelche unvorhersehbaren Zwischenvorkommnisse. So, auf jeden Fall, ihr hattet mir geschrieben, dass es jetzt lange, lange wohl keine Community-Events gab, so um die zwei Monate rum. Und ja, dass das jetzt mit dem einen oder mit den beiden, die sind noch nicht zu Ende, Gott sei Dank, dass das jetzt mal wieder was wegen der Golconda halt ist. Ihr seht, ich habe ein bisschen was gesammelt, bin irgendwie fünfmal hin und her geflogen mit der Cutter und habe ein bisschen Beryllium. Das war dann irgendwann alle, da habe ich Titan mitgenommen, habe ich ein bisschen gehandelt und hierher gebracht in das System. Und zwar bin ich dann immer, das ist ja, spielt sich ja hier im Opa-Niklis-System ab. Das aktuelle, beziehungsweise die beiden aktuellen Events. Und einmal hierhin, einmal hierhin. Das ist vom Handeln her das gleiche bei allen beiden. Allerdings halt zwei unterschiedliche Missionen. So, und hier in dem System gibt es wohl auch die Golconda, wenn ich das richtig interpretiert habe. Falls ich doch falsch bin, dann korrigiert mich da bitte, aber könnte sein, dass die hier im System ist. Ja, und dann bin ich immer so in die umliegenden Systeme. Da zum Beispiel Candiae, da hatte ich ein bisschen Beryllium und so weiter bekommen. Dann war noch was, was mir noch jemand in-game geschrieben hatte. Auch hier in der Nähe bei, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Habe ich das hier drüben noch drin? Keine Ahnung, ich muss auch die ganzen Lesezeichen mehr, ich weiß nicht, teilweise nicht mehr. Ich weiß nicht, was GD140A1A ist oder, ne, doch Nikan 4 weiß ich noch, das war Bergbau, hat sich jetzt aber auch ein bisschen erledigt. Opale verkaufen, andere Geschichte, das ist auch schon wieder länger her, da war das gerade draußen und ja, ich muss da mal durchwischen und alles wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Jedenfalls bin ich gerade in der Cutter unterwegs, keine Sorge, wir machen heute kein langweiliges AB-Trading fürs Community-Event, denn ich habe mir... Ich gehe gleich noch auf ein paar Kommentare von den letzten Missionen ein. Von den letzten Folgen. Und zwar hatte ich mir hier meine Python herbestellt. Die nehmen wir da auch direkt mal. Und mit der werden wir ein bisschen Abbau machen, denn Leute von euch haben mir das geschrieben und auch schon, wann war das, vor einer Woche oder so, als ich mit Lago, einer der Initiatoren der EOT, mit dem wir auch schon immer mal viel gemacht haben und auch Videos und allem drum und dran, die ganzen Events der letzten Jahre da veranstaltet haben. Beziehungsweise ich mitgemacht habe, veranstaltet selber habe ich es nicht, aber ich habe mitgemacht. Und der hatte mir schon geschrieben, dass die donnerstags immer irgendwo gemeinsam so ein bisschen Community-Abbau, Bergbau betreiben. Und hatte mich auch schon, als wir letzte Woche mal geschrieben haben, dass ich wieder dabei bin und jetzt gerade wieder Bock auf Elite habe und alles wieder vorwärts geht, so allgemein. Hat er gemeint, ja, ob wir da nicht mal zusammen Abbau betreiben wollten an einem Donnerstag. Und donnerstags ist das ja immer. Und da heute Donnerstag ist, zumindest bei mir, wenn die Folge kommt, ist wahrscheinlich Freitag bei euch, werde ich da wahrscheinlich mal mit dran teilnehmen. Ich muss mal gucken, wie sich's urzeittechnisch bei mir ausgeht, aber das könnte funktionieren. So, und bevor wir jetzt losfliegen, das hatte ich nämlich in dem Video, was ich da neulich mal, das 3-Minuten-Video, was ich zusammengeschnitten hatte, als ich den einen Asteroiden gesprengt hatte, bin ich auch losgeflogen und zwar ohne Drohnen, was doof war, weil ich dann vor Ort erst welche synthetisieren musste und dafür einen Haufen Materialien verballert habe. So, wir nehmen mal ein bisschen was mit. Auch was super ist, zeige ich gleich mal noch. Ja, wie viel nehmen wir mal mit? Puh, weiß ich nicht. 200, ist egal, wir können ja welche rausballern, falls wir... So, 20.000. Hm.
das juckt noch nicht so sehr am Konto. Aber was ganz geil ist, wenn man jetzt zum Beispiel wie mit der Cutter irgendwie knapp 700 Tonnen hat und es geht wahnsinnig schnell. Also ne, das tickt glaube ich so bis 50 hoch, dann geht es in 10er Schritten und ab 100 geht es dann schon in 100er Schritten. Das geht wahnsinnig schnell, dass man sich da die 700 Tonnen reinballern kann. Also in dem Fall kann ich es jetzt nicht zeigen, weil nur noch 24 Tonnen Kapazität sind, aber das ist ganz cool gemacht. Das geht alles viel schneller. Und warum jetzt allerdings Ein- und Verkauf auf zwei verschiedenen Sachen sind, ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch irgendwie der Übersicht halber so hundertprozentig reingefuchst habe ich mich da noch nicht. Aber ich finde das System, wie es jetzt läuft, wie man ein- und auslädt und man kann auch direkt alles verkaufen, wenn man dann auf Verkaufen geht. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Wo wir das Zeug dann, wenn wir gleich was finden. Ich werde jetzt nicht speziell auf Opale gehen, Painit oder was auch immer. Wir gucken mal. Es gibt, das kann ich noch schnell zeigen, es gibt viele Sachen und zwar diese ganzen Geschichten. Alleine das bringt ja hier schon relativ viel Geld. Ne? Das ist natürlich nicht das Optimale. Lernopale gibt es aktuell, hatte ich gestern mal geschaut, zwei Systeme. In dem einen bekommt man 1,6, in dem anderen noch 1,5 Millionen pro Tonne. Wenn wir welche finden, fliege ich die natürlich woanders hin, wo wir mehr Geld bekommen. Bei den anderen bleiben wir hier, ganz klar. Oder ich schaue dann nebenbei mal, ob wir da irgendwo ein bisschen mehr bekommen. Aber selbst hier vor Ort gibt es ja eine ganze Menge. Dann haben wir hier 120.000 sogar noch an Explorer-Daten. Das ist auch nicht verkehrt. Dann mache ich den einen Tag noch. Das machen wir gleich. Wir fliegen jetzt erstmal los, bevor das zu lange dauert. Denn im System selber mit dem Community-Event dachte ich mir, dann können wir auch hier machen. Ihr habt mir auch geschrieben, danke dafür. Man kann natürlich auch in vereisten Ringen die Dinge sprengen, wenn es da was Gescheites gibt. Und ich würde sagen, wir fliegen direkt mal zu dem Planeten. Da haben wir es nicht weit. So. Der hier direkt an der Station, oder beziehungsweise die Station direkt an dem Planeten dran ist, den wir brauchen. Oder zu dem wir gerne möchten. So. Der Rest ist dabei. Es ist alles dabei, um die Dinger zu sprengen. Ja, so ein bisschen reinkommen muss ich noch. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir es noch mal ein bisschen üben jetzt. Falls ich da mitmache oder wenn das klappt, dass ich da mitmachen kann. Bei der EOT, bei ihrer wöchentlichen Zusammenkunft zum Abbauen. Na doch, 634 Lichtsekunden entfernt? Obwohl wir hier bei der Station sind? Sicher? Ach nee, ich bin bekloppt. Wir sind ja bei der Station. Da fliegen wir natürlich zu dem. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein weit entfernter Mond. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht bei Roller. Okay. Gut. Schiff wurde geliefert. Wunderbar. In dem Sitzen war drin. Das haben wir mitbekommen. Und dann fliegen wir erstmal dahin. Wir müssen dann jetzt gleich erstmal die Drohnen vom erstmal den Ring, zumindest den Eisring. Ich weiß nicht, ob es sich auch lohnt, den versteinerten Ring anzupeilen. Wir machen beides mal. So. Bremsen mal ein bisschen ab. Noch sind wir zu schnell. Sehen wir links, dass es nicht geht. Ich kann aber schon den reingehen und jetzt funktioniert es auch. So. Dann eine dahin und eine dahin. Geht ja ganz flott. Und dann schauen wir mal, was es alles so gibt. Es gibt einige Spots. Ihr habt mir auch geschrieben, Lernopale nach wie vor bringen viel Geld. Und es gibt wohl, was wohl der heiße Shit derzeit ist, sind wohl doppelte Painit-Hotspots. Habe ich noch nichts von gehört. Keine Ahnung, kann sein. Von mir aus. Werden wir vielleicht auch mal irgendwie dazu kommen, dass wir das mal machen oder da mal hinfliegen. Oder ihr schreibt mir, wo es was gibt, wie auch immer. Genau. Dann, was ich noch kurz erzählen wollte, bevor wir hier weitermachen. Ich hatte in den letzten beiden Folgen, also in der letzten und in der vorletzten, das Problem mit dem, wo ich nicht wusste, ist es ein Bug, habe ich jetzt was verkehrt gemacht, aber ihr habt mir geschrieben, dass es wohl tatsächlich immer mal zu einem kleinen Bug kommen kann in den Kampfzonen, dass Schiffe, die eigentlich zur eigenen Fraktion gehören, als Gegner angezeigt werden, so wie es mir ja auch zweimal passiert ist. Das ist natürlich dann ein bisschen Pech. So, dann gucken wir mal. Lernopale Hotspot. Ja, gut, wenn die uns schon angezeigt werden. Niedertemperatur finde ich auch geil. Wisst ihr noch damals, als wir auf normale Art und Weise Niedertemperatur-Diamanten gesucht haben? Und ich heute nicht mal eine Handvoll Niedertemperatur-Diamanten gemeinert habe. Naja. Okay, dann werden wir mal reingehen in den Hotspot. Wir müssten dann bloß Erzsuche. Naja, machen wir gleich, wenn wir drin sind. Ist ja eigentlich vollkommen Latte, dadurch, dass die ja so riesig sind, die Areale. Ich fliege jetzt mal nicht direkt in die Mitte, sondern, keine Ahnung, da irgendwo hin.
So, da sehe ich es ein bisschen besser, kann ich es ein bisschen besser abschätzen, wo die, wo der Ring beginnt. Es gibt ja keinen Eintritt, sondern man muss dann immer so ein bisschen, naja, unkonventionell eintreten. Okay, für die für die Impulswelle muss ich noch im Suchermodus sein, beziehungsweise im Aufklärungsmodus. Okay, also was ich gelernt habe, auch was wohl am Anfang schon so war, als es integriert wurde mit dem neuen Abbausystem, mit der Impulswelle, dass man dann sieht, welche Brocken sich lohnen abzubauen. Und die, die wohl ganz dunkel sind, so wie es jetzt auch bei mir, auch bei dem letzten Mal, als ich danach welchen Sprengbaren fürs Video gesucht habe, geklappt hat, waren dann die, die sehr dunkel halt ausgesehen haben. Fast so ein bisschen bräunlich, ne? Also nicht so die, sondern noch ein bisschen mehr. Ein bisschen dunkler noch. Okay, auch gar keine, ist auch nicht schlecht. So, da ist zum Beispiel ein sehr heller, aber ich würde jetzt von ausgehen, dass es keiner ist. Man kann auch von außen sehen, ob die diese Risse haben, in denen man dann mit der, was ist das, mit der seismischen Ladung eindringt. Und der hier, naja, jetzt kommt das Licht an. Der ist mit Sicherheit, der ist nicht sprengbar, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es kam dann auch die Frage auf wegen eventuellen Livestreams. Ja, Bock hätte ich schon. Aktuell geplant ist nichts, weiß ich nicht. Vielleicht, ich gehe mal von aus, dass wir vielleicht die 500. Folge, es ist ja nicht lang hin, dass wir da ist wahrscheinlich spätestens dann mal irgendwas machen, also so knapp einen Monat ist da noch Zeit. Ich muss das erstmal alles wieder einrichten. OBS und der ganze Kram. Da muss ich überhaupt mal schauen, wie es geht, weil ich jetzt auf einem anderen Monitor spiele, der halt eine etwas höhere Auflösung hat. Wie das dann vom Stream her ist. Also da kann ich nicht einfach die alten Einstellungen nehmen, gehe ich mal von aus, sondern brauche da neue. Naja, wie auch immer, wie gesagt, das ist jetzt kein großer Beinbruch. Ja, der hier hat zum Beispiel solche äußeren Ablagerungen. Okay, ich muss mich erst ein bisschen an die Python gewöhnen. Genau, man sieht es dann ja immer hier drüben, ob die sprengbar sind oder nicht. Ich habe noch nie einen Eisbrocken gesprengt, da freue ich mich ja drauf. Auch so schön zu hören, dass einige jetzt dadurch, dass auch wieder Videos kommen, auch wieder angefangen haben selber zu spielen, was wohl auch eine ganze Zeit lang brach lag. Ich kenne das selber, muss ich sagen, von anderen YouTubern, die ich mir anschaue, die meinetwegen dann auch jahrelang irgendein Spiel spielen und man da selber nebenbei mitzockt. Und wenn die das dann nicht mehr machen, dass man dann selber gar keine so große Lust drauf hat. Ich kenne das selber. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist halt so. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ja, es kann unter Umständen echt ein bisschen dauern. Man bekommt irgendwann selber so ein Gespür für. Am Anfang dachte ich immer, was war das gerade? Ein Fehler? Kann sein. Dass es die ganz hellen sind, wie der hier vor uns, aber die sind wirklich so ein bisschen bräunlicher. Und die haben auch oft so die gleiche Form, so eher so ein bisschen gleichförmig, unförmig, gleichmäßig unförmig, so würde ich sagen. Okay. Da hinten vielleicht? Also ich weiß noch, als es ganz neu war mit dem neuen Abbausystem und dem Scanner und so weiter, da hatte man das gern mal so, dass wenn man dreimal hintereinander die Impulswelle rausgehauen hat, dass man dreimal hintereinander auch unterschiedliche Ergebnisse so teilweise angezeigt bekommen hat. Was nicht ganz so geil war, fand ich. So, was haben wir hier?
richten wir mal unsere Scheinwerfer drauf aus. Nee, ich würde sagen, das ist keiner. Der hier, der sieht auch ganz... So, wenn ich den aus der Ferne sehen würde, würde ich sagen, ja, das ist einer. Aber der sah aus der Ferne nicht ganz so bräunlich aus, wie jetzt aus der Nähe. Deswegen, der hat auch keine Anzeichen dafür. Der hat auch die Risse nicht drin. Also da sieht man dann schon, zumindest auf den... auf den Erzbrocken. Da hatte ich das dann neulich gesehen, weil ich dachte, guck dir doch mal an, wie die aussehen, wenn das ein sprengbarer ist. Und da kann man das dann schon so unterscheiden, ohne dass man die Drohnen abfeuern muss. Ich meine, noch sind sie nicht knapp. Wir haben noch 197 Stück dabei. Das reicht noch eine ganze Weile. Ich hau jetzt hier mal eine drauf, aber der ist meiner Meinung nach auch nicht sprengbar. Nö. Das sieht auch cool aus, wie einem dann so ein bisschen die kleinen Brocken entgegenkommen. Kam noch mal was? Nee. Das habe ich nicht gesehen, ob irgendwo was war. Geradezu wieder so ein ganz... Okay, jetzt ist es gerade dort hin und her gesprungen. Du warst der Helle, glaube ich. Nee, der da hinten. Das sieht schon fett aus mit dem Schattenwurf der einzelnen Brocken. Die haben schon wirklich was draus gemacht, im Großen und Ganzen. In den letzten Jahren, nur leider im letzten Jahr ein bisschen zu wenig, meiner Meinung. Und das müssen sie wirklich dringend nächstes Jahr. Das ist einer, oder? Guck mal, ich hätte jetzt gesagt, hier oben, das ist so eine Eindringfurche. Diese Brocken, ich weiß nicht, ob man das besser sieht, wenn ich es ausmache. Nee, da. Da würde ich jetzt sagen, das ist einer, der lässt sich sprengen. Der möchte ich gerne ein bisschen was eingeführt haben. Gucken wir mal. Jo, nice. Niedertemperatur-Diamanten. Wunderbar. Dann... Moment, ich muss immer erst noch ein bisschen zurechtkommen. Die Abrasionsblaste. Erst sprengen, ja, ne? Erst sprengen und dann die Kleinen mit den Abrasionsblastern danach abhauen. Okay, da haben wir direkt einen. Da müssen wir wieder gucken. Durchschnittliche Stärke. Das heißt... 2 der 3. Oh, okay. Na, halt, da drüben ist noch einer. Kriege ich den noch? Auch durchschnittliche Stärke. Nee. Na gut, passt irgendwie. Da haben wir noch ein paar Risse. Auch durchschnittliche Stärke. Sollte reichen. Ein kleines bisschen noch. Jetzt nicht zu viel. Geringe Stärke, okay. Habe ich einen ganz leichten... Ah, fuck. Ah, shit. Das war jetzt ganz wenig, aber es war der Ticken dann doch zu viel. Okay, dann nehmen wir mal ein kleines bisschen Abstand. Und dann würde ich sagen, wo habe ich denn die Sammeldrohnen? Da sind die Abrasionsblaster, aber keine Sammeldrohnen. Da sollten eigentlich... Das ist doch... Welche ist denn das jetzt? Ist das die? Achso, ich habe bloß einmal... Okay. Gut, dann können wir die schon mal sprengen. 10 Sekunden. Noch ein bisschen zurück und dann hole ich schon mal die Sammeldrohnen raus. Nice. Oh. Das sah geil aus. Uiuiui. Leider nicht optimal gesprengt. Das ist mir auch noch nicht so häufig passiert, leider. Aber dann doch jetzt mal. Na gut, ein bisschen kriegen wir raus. Jetzt überlege ich gerade, wie habe ich die Frachtluke geöffnet? Ich probiere es was, ich hoffe, das ist kein Fehler. Ach, Gott sei Dank. Oh Gott, ey, es ist alles weg. So, dann fliegt mal los und sammelt mal ein. Dann nehmen wir noch die Abrasionsblaster und dann können wir ja die Sachen hier
Alexandrit, okay. Wieso ist denn hier der Aufklärungsscanner drin? Das ist ja Blödsinn. Wird auch ein bisschen... Oh, das wird aber kalt hier. Guck mal, 2% Hitze nur noch. Oder Wärmeentwicklung im Schiff. Okay, eine Drohne schon kaputt. Gab's ja ganz am Anfang auch so ein... Ich glaube, das war ein Bug, dass das nicht so gewollt war von den Entwicklern. Dass man halt gerade mit der Python mit mehreren von diesen Abrasionsblastern dann auch mehr rausbekommen hat. Ups. Huch. Naja, guck mal, immerhin davon zweimal mit. Huch. Ach je, kompletter Schild weg. Na fuck. Sieht schon ganz cool aus. Der Nebel, der sich dann gebildet hat. Huch. Mittlerweile habe ich eine Taste für Screenshots belegt. Das macht es mir sehr einfach. Okay, 4 Stück. Echt vorsichtig sein, gerade jetzt, wo wir noch kein Schild haben. Kann ich die Drohne dort selber einsammeln? Da sehe ich jetzt erst, dass das gar kein Brocken ist, sondern die kaputte Drohne und die hat aber noch was dran. Kann ich die mitnehmen? Die Frachtluke gar nicht angezeigt. Ich probiere mal was. Steuere das jetzt mal hier rüber. Gibt ja dann daneben. Na gut, ist egal. Gut, ich würde sagen, wir fliegen einfach weiter zum nächsten. Oder suchen noch einen. Aus der Richtung kamen wir. So, in die Richtung müssen wir. Und dann brauchen wir wieder die Impulswelle. So, los geht's. Erstmal raus aus dem Nebel. Oh, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Na, schau mal einer an. Vielleicht haben wir noch mal Glück. Also zwei, das wäre ganz, ganz nett. Okay, wird mir gar nichts angezeigt. Auch nicht schlecht. War das der? Wobei, wenn ich zusätzlich noch das Nachtsichtgerät anhab, dann könnte ich es vielleicht schon auf nur... Dann muss ich nicht immer so nah ran, um die kleinen Risse entdecken zu können. Das hat so eigentlich richtig gut geklappt, gerade als ich das gezeigt habe.
Nö. Das irritiert einen trotzdem leicht. Nichts. Gut, da drüben. Okay, bei dem ist zumindest außen etwas dran, aber... Nee. Sonst keine Risse. Dem auch nicht. Hier vorne war noch irgendwo ein ganz heller. War das der? Der war das. Bin mir, also das immer noch so eine Sache, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob das auch die ganz hellen sein können oder wirklich nur die, die so ein bisschen bräunlich schimmern. Wobei der... Doch! Der hat Risse. Ja, geil. Der hatte hier oben, hatte der einen Riss. Da links auch. Da, seht ihr das? Cool, jetzt aber richtig. Lernopale, okay, jetzt. Das wird unser Brocken. Er dreht sich ein bisschen schneller als der andere. Hohe Stärke. Upp. Ui, hält viel aus. Okay, dann du... Durchschnittlich. Besten jetzt keinen mit geringer Stärke suchen, dann hau ich wieder zu viel raus. Geringe Stärke, okay. Ach verdammt. Jetzt brauche ich noch einen Riss, in dem ich ganz wenig reinschießen kann. Da ist nochmal einer mit durchschnittlicher Stärke, wenn ich jetzt da so einen kleinen drauf haue. Okay, der ist abgeprallt. Nehmen wir den. Wie viel haben wir noch? Okay, eine Minute. Geringe Stärke. Ich mache jetzt wirklich nur ganz wenig. Fuck! Okay, also wenn das so viel ist, dann brauche ich auch keinen geringen Riss mehr zu nehmen. Auch wenn ich dann nur mit ganz, ganz wenig Ladung drauf ziele, dann immer einen durchschnittlichen. Das muss ich mir merken. Ach, schade, ärgerlich, aber was soll's. Kriegen wir hin. 2 von 2 verkackt, auch nicht schlecht. Kann nur besser werden. Okay, dann leg mal los. Ich geh mal ein bisschen hoch. Okay, dieser Druck, was ich gerade eigentlich testen wollte. Diese Druckwelle, die breitet sich anscheinend immer Richtung Schiff aus, egal wie man sich dann bewegt. Also ich habe es noch nicht geschafft, von oben auf die Druckwelle mal drauf zu schauen. Okay, man sollte vielleicht auch ein bisschen warten, halt Frachtluke wieder auf, bis sie sich zerteilt haben. Sonst zerschießt mir doch jedes Mal meine kleinen Sammeldrohnen. Na, mal schauen, ob wir vielleicht einen kleinen Lernopal rauskriegen. Naja, immerhin über 1 Million gemacht. Ah, da ist schon einer. Sehr gut. 1,5 Millionen nochmal. Super. Das Gute ist nämlich, wir stehen ja mit der Cutter noch im selben Raumhafen, in dem die Python stand. Und die hat wahnsinnig viel Fracht. Und die hat auch eine hohe Sprungreichweite. Die hat immer noch über 40 Lichtjahre Sprungreichweite, wenn die voll beladen ist.
Gut, die werden wir jetzt nicht mit 700 Tonnen Lernopalen beladen. Aber dann könnten wir mit der unsere Beute wegschaffen. So, waren das alle? Ne, da ist noch eins. Und zwar... Über mir reicht eigentlich auch eine Sammeldrohne, oder? Wenn ich das hier so sehe... So, drei Stück schon. Ja, das ist doch gut. Achso, ich wollte den einfach nochmal mit der Laserkorvette ein paar... Ja, ihr seht das, noch ein bisschen Kopfgeld jagen, um so ein bisschen reinzukommen. Knapp 2,5 Millionen. Konnte ich nicht in Morana abgeben, hätte ich in Gaulavu abgeben müssen, denn dort hätte ich ein bisschen die Piraten gekloppt. Aber da müssen wir auch erstmal wieder hinkommen. Ich hatte auch den einfach noch eine Strafe bekommen, weil ich irgendwo dagegen geflogen bin. Gegen irgendein Schiff, als ich raus bin aus irgendeiner Raumstation, aber das hat sich anscheinend schon wieder erledigt. Keine Ahnung. Das wurde ja dann angezeigt, 200 Credits, also die geringste Strafe, die es fürs zu schnell fliegen gibt. Da ist eventuell jemand rausgeboostet aus einer Station. Okay, die Sammeldrohne ist kaputt. Ich meine, den Kleinkram könnte ich auch so... Ach fuck, das ist wieder die Drohne. Ach Moment, ist das die Drohne, die Asteroiden stark? Ja, das ist die Erdsuche-Drohne, jetzt sehe ich selber. Ah, das Spiel gaukelt mir also immer noch vor, dass es noch im Asteroiden stecken möchte. Oder die so druckunempfindlich ist, dass die gar nicht weggerissen wurde von der Druckwelle. Kann ja sein. Ja geil, cool. Kriegen wir noch ein Opal zusammen? Vorsichtig fliegen, weil man echt nicht weiß, wo dann hier... Ja, da ist das Signal schon schwach von der Außenkamera. Oh. Wo man dann eventuell dagegen fliegt, super. Na guck mal, noch ein raffiniert. Klasse. Freut mich. Rausgeboostet und direkt in den nächsten Asteroiden rein. Komm, einen suchen wir noch. Einen finden wir noch. Das Doofe ist, ich habe gerade gar keine Uhr nebenbei laufen, wie sonst immer, wo ich dann sehe, okay, wie lang die Folge jetzt ist, aber ich vermute mal, wir haben... Eine halbe Stunde ist bestimmt gerade rum. Aber ich möchte eigentlich die Folge jetzt nicht beenden, ohne... Nee, hat kein... Doch, hat Risse. Ja, geil. Nice. Ohne einen richtig gesprengt zu haben, also optimal. Da kommt ja dann wohl mindestens das Doppelte raus. Das war jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Gut, wir haben jetzt trotzdem 4 Tonnen. Auch weit über 6 Millionen. Und hier sind... Alexandrit ist im Kern drin. Wunderbar. Sehr gut, dann würde ich sagen, dann holen wir das da raus. Der steht auch schön still. Da kann ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit lassen. Hier haben wir durchschnittliche Stärke. Das ist echt eine der geilsten Änderungen, die sie jemals eingeführt haben. Also das, wie oft Mining und Bergbau schon ein bisschen mehr überarbeitet wurde, ist schon der Hammer. Hat er nicht getroffen? Doch, aber da oben hat sich kaum was getan, okay. Hohe Stärke, na dann mal volle Bude. Ich würde sagen, jetzt noch einen mittleren. Was ist das? Durchschnitt? Jupp. Fuck. Okay, ich brauche jetzt einen mit einer hohen Stärke, in den ich wenig reinhaue. Ich hoffe, wir haben noch einen. Durchschnitt. Haben wir noch einen mit einer hohen Stärke? Durchschnitt. Gering. Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Okay, da können wir auch die durchschnittlichen nehmen, das ist auch egal. Da muss da jetzt aber wirklich ganz, ganz wenig nur eindringen. Ja! Ha! Wirklich bloß die Maustaste angetippt. Ich hoffe, hinter mir ist jetzt nichts, aber da würde ich sagen... Leg mal los. Das ist ein bisschen nah. Oh, ich sehe gerade unsere Hülle nur noch 82%.
Hat er sie die jetzt, weil ich zu nah dran war? Muss ich mir im Nachhinein nochmal anschauen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die Druckwelle so viel ausmacht, wenn ich da zu nah dran bin. Das ist immer schön, wenn man sich vorm Monitor wegduckt. Saft mehr. Okay, ich hole mal noch eine zweite raus. Da kommt aber noch rechts oben Modul, kann nicht genutzt werden, weil der das noch. Ich glaube, der Detailscanner ist noch in der Feuergruppe mit drin, deswegen lasst euch nicht beirren. Ups. Huch. So, hier drüben war noch irgendwo einer und... Ja, okay, ist auch hinter dem Brocken. Oder wir warten, bis er sich gedreht hat. Müssten nur noch zwei sein. Der und gerade wo wir an dem rechts von uns ist noch einer. Gut. Puh. Ja, läuft doch gut. 14 mal Alexandrit. Wie könnte ich jetzt... Boah, wie war denn das? Ah ja, so war das. Gut. Aber mir werden dazu keine anderen Systeme angezeigt. Hier in der Umgebung schon gar nicht, weil ich hier glaube ich auch noch nie war. Ich kannte das System bis jetzt auch gar nicht. Deswegen müssen wir da manuell nochmal schauen, wenn wir den Frachtraum hier einigermaßen gefüllt haben. Ich würde sagen, entweder ich mache direkt noch eine Folge oder sammle ein bisschen was. Dann mache ich noch eine Folge, wo wir den Rest vielleicht oder dann noch ein bisschen was vollladen, den Kram dann in die Cutter schaffen und dann gewinnbringend irgendwo verkaufen. Übrigens, ich hatte nachgeschaut, die Station oder das System, in dem man noch für die Lernopale 1,5 Millionen und mehr bekommt, die sind gerade mal irgendwie 16 Lichtjahre von dem aktuellen System entfernt. Also optimal. Ich hoffe, das bleibt bis dahin. Selbst wenn es nicht 1,5 Millionen für die Lernopale sind, kommt da trotzdem eine Menge zusammen. Cool. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Sachen. Vielleicht noch ein paar Niedertemperatur, Diamanten oder so ein Kram. So, da kommen die letzten beiden Stücke. Haben auch noch 185 Drohnen, das ist eine ganze Menge. Achso, waren sogar noch zwei da hinten. Jo. 93%, ja, okay, da ist er gerade durch den Brocken durchgeflogen. Sind sogar 21, wären es noch 22, sieht gut aus bei 93%. Jupp. Jupp, na wunderbar. Ich flieg mal ein bisschen. Nee, ich flieg nicht rückwärts. Nachher habe ich wieder kein Schild. Das hatten wir heute schon mal.
Ist aber auch eine riesen Rauchwolke, eine riesen Eiswolke, oder? Guck mal bei den anderen. Ja doch, das ist schon ein ganz schönes Gebiet. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier oder hier in der Nähe. Sieht ja eher alles gleich aus im Eisring oder überhaupt im Ring. Machen wir dann weiter und ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.